Moin Moin und herzlich willkommen zu Filimus Gaming. Ich war eine ganze Zeit lang nicht online. Hab so ein bisschen schleifen lassen. Dann wollte ich mal ein neues Videoschnittprogramm haben. Da habe ich mir das Magic Video Deluxe 2016 geleistet. Dann hat das irgendwie überhaupt nicht funktioniert, das Umwandeln von den Dateien bei play.tv. So dass es immer das Programm abgestürzt ist, dann habe ich mit dem Support gesprochen, ja, hin und her und hin und her und hin und her. Und jetzt habe ich mir zum Ausprobieren erstmal das Ucast runtergeladen von Magix, in der Hoffnung, dass das damit besser wird. Ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall, ich bin viele Aufträge jetzt gefahren, habe jetzt bei der Nebelflotte nur noch die 3000 mal Treffer durch Feuer der Hauptbatterie offen. Hab da auch, glaube ich, ja, schon 14 Treffer geschafft. Ja, und das wollte ich jetzt so ein bisschen angehen, dass ich da mir die Belohnung abhole. Naja, und 75 Mal die Schiffe in Brand stecken, das wird ja hoffentlich dann auch passieren. Und 5 Schiffe, na, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Naja, wir lassen uns überraschen. Ja, dann dachte ich mir also, wenn ich mit diesen 3000 Schlüsselgedöns fahre ich die Atlanta. In der Hoffnung, dass ich da ein gutes Team reinkomme. Ansonsten fahre ich noch parallel dieses gewertete Gefecht. Ich will unbedingt die Flagge hier, die Flagge hier bekommen. Na, komm schon. Und zwar die -5% der Schiffreparatur nach Gefecht. Damit kann man auch wieder ein bisschen Credit sparen. Ja, und wie ihr seht, das sind so meine Hauptschiffe, die ich eigentlich pro Tag mindestens, ja, also gedoppelt haben möchte. Wobei die York, da quäle ich mich echt durch. Die liegt mir gar nicht. Aber egal, die können wir nachher auch nochmal fahren. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal die Atlanta. Und wir sehen uns gleich im Gefecht wieder. So, da sind wir wieder. Ja, es sieht gut aus. Wir sind auf der Karte 3, zack. Wie ihr seht, habe ich die Chance, auf 5er zu treffen. Was der Atlanta natürlich ganz gut steht, wenn man es ein bisschen geschickt anstellt. Und wie ihr seht, peinlich, aber das allererste Mal in diesem Game bin ich ein Teamkiller. ja, ich habe gestern sowas von dermaßen gefailt. Ich habe unseren eigenen Zerstörer habe ich platt gemacht. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso kriege ich den da nicht visiert? Oh, bis er kaputt war. Dann hat eine Kamikaze auf mich geschossen. Ich denke, ey, spinnst du da was? Und dann, nachdem ich die Kamikaze dann versenkt habe, habe ich dann erst mitgekriegt, was ich denn gemacht habe. Ja, Fail halt. Aber das habe ich Gott sei Dank nicht auf Video. Ja, auf diese Ecke fahre ich immer ganz gerne die 9er Linie, 10er Linie runter. Kann mich da so ein bisschen hinter die Insel verstecken. Rushen meistens auch die Kreuzer und die Zerstörer rein und wollen das Ganze dann für sich erobern. Und man kann das auch haben, dass wenn das gegnerische CV hier irgendwo unten in dem Bereich steht, dass sie in diesem Bereich dann die Flugzeuge hochjagt. Und mit der Atlanta könnte ich da vielleicht ein, zwei runterholen. Wir lassen uns mal schauen, was passiert. Teamaufteilung finde ich wieder grandios. Hier passiert gar nichts. Die eiern hier nur ein bisschen rum. Das ist okay. Das ist okay. Aber was die hier machen, also, naja, egal. So, wie ich sagte, da unten ist schon der Flugzeugträger. Der ist. Naja, wollen wir mal gucken, was passiert. Jo. Ah, guck mal. Genauso wie ich mir das vorstelle. Ich drehe mal schon ein bisschen bei. So, Attacke, volle Fahrt. Reinhalten und los geht's. Ja, doof, ne?
Ja, das waren zwei Staffeln, die ich darunter geholt habe. Also wenn ich jetzt Flugzeugträger wäre, ich würde jetzt kotzen. So, eine Kongo und eine Fuso kommt da angeeiert. Ah, mit der werde ich mich mal lieber nicht anlegen. Das wird nix. Mit der kann ich mich anlegen, wenn die andere Ziele zur Verfügung hätten. Denn sogar sehr gut. Ah, guck mal hier. Na komm, komm, komm. Ah, er hat gelernt. Ah, hätte ich ein bisschen mehr Reichweite, hätte ich ihn jetzt echt gerne auseinandergenommen. So, ich warte mal hier vorne auf die, was ist das? Auf die New York. Was auch immer gut ist, wenn die DDs auf die Battleships torpen. Die sind dann im Endeffekt damit beschäftigt, die ganzen Torps auszuweichen. Und man kann dann schön reinhalten. Ja, eigentlich wollte ich ja Ziele treffen, ne? Die Fuso ist auf 11,9. Bin ich aber First Target nachher. Kongo brennt schon. Haben wir mal auf 10 vor. Mal gucken, was passiert. Ne, es ist zu weit vorgehalten. Ah, die nimmt Fahrt raus, ne? Ja, nimmt sie. Ja, wie hier seht, sie den Pro-Spieler, der unwahrscheinlich gut aimen kann. Aha, genau das meine ich, ne? Also, dann bin ich wirklich First Target. Und ich muss jetzt zusehen, dass ich abhau. Und mir nicht noch eine Kelle einfangen. Ah, sehr gut. Das ist gut. Ich glaube, das war die Kongo, die da raus ist, ne? Müssen wir nur noch die Fuso loswerden. Ah, die schießt hier. So. Aua, 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 aua. Ei, 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 ei. Ja. Und ich sollte auf jeden Fall einmal abhauen. Bevor die mir noch eine Kelle einschenken. Was sie jetzt macht. Nicht treffen, 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 nicht treffen. Nicht getroffen. Wo ist die New York? Die ist dort. Also, wenn ich Fuso wäre, würde ich ja nochmal auf mich schießen, ne? Oh, ganz brav macht sie das. Ganz brav. Haha, nicht getroffen. So, nimmt jetzt mal hier einer bitte die Fuso raus. Wäre sehr aufdringlich. Boah, der dreht wie so ein 40-Tonner hier. Komm schon, Digga. Nimm doch mal einer die Fuso raus. Ah, jetzt haben.
Jetzt hat er die Geschütze nicht auf mich gerichtet. Das ist schon mal sehr gut. Oh, das ist gut. Auf wen schießt er denn da? Das weiß nur der liebe Gott. Oh, wie geht's? Ja. Ah, Hatsuharu, ja, okay. Darauf hätte ich dann auch geschossen. Ich bin ja keine große Gefahr. Nix. Ja, liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass ich alles fahre querbeet ein und mich nie richtig auf ein Schiffchen einstellen kann. Ich weiß nicht, macht ihr das auch so, dass ihr querbeet einfahrt oder generell nur ein Schiffchen oder zwei Schiffchen? Ihr könnt das ja mal bitte in die Kommentare schreiben. Würde mich mal echt interessieren. So, zack, weg ist sie. Und wie viel haben wir schon? 136. Hahaha, so ist das schön. Oh, da oben sieht es aber schlecht aus. Naja, ich gehe jetzt erstmal da unten rein und hole mir die Königsberg. Omaha, ah, die nimmt mich raus, die Omaha und die Königsberg. Nee, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ne, ich bin eigentlich nur scharf auf die ganzen Fliegers da, die runterzuholen. Bringt dem Team natürlich nichts. Ist egoistisch, oder? Aber es kann natürlich auch sein. Ne, die Königsberg dreht. Ach komm. Alles für den Club, alles für den Dackel. Haben wir aber wirklich noch die Möglichkeit zu gewinnen, die Heinis hier, ne? Interessant, interessant. Da sind auch gar keine Fliegers mehr hier, oder? So, und jetzt laufe ich schon wieder die Gefahr, dass mich dann zwei auf den Korn nehmen könnten, nachher sogar auch drei. Und ich würde grundsätzlich immer versuchen, die Atlanta als erstes rauszunehmen, weil die halt butterweich ist. Na, da sind doch schon. Ja, sie schießt schon auf mich. Oder? Nee, schießt sie noch nicht. Jetzt aber. Jetzt aber. Ah, oder? Nö. Jetzt aber. Was? Ich fällt garantiert weg. Das mache ich jetzt nicht. Ja, in Wirklichkeit ist auch der, also die Atlanta auch nur ein leichter Kreuzer. Aber Jungs, ihr müsst mal hier vorne reinhalten hier. Ja, schönes Ding, aber weggekappt. Das ist natürlich doof.
Das war wiederum gut. Ach, jetzt sind das auch nur noch ein Battleship. Was ist das für eins? Ups. Kongo. Ja, wunderbar, hat funktioniert. Erfahrung, 177.000 Credits, 15.000 Damage. Ist zwar nicht viel, aber 136 Treffer sind 136 Treffer, aber so. Eieiei, ja, das ist ja bitter. Das muss keiner sehen. So, was haben wir denn da? Andere Brände, 7500 Brand, 57 Kilometer gefahren. Sie sind ein Teamkiller. Minus 46.000. 131.000 Credit zusammen. Okay. Ja, dann haben wir schon mal die ersten Punkte zusammen. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben, abonniert mich und dann sage ich nur, bis zum nächsten Mal. Tschüss.